Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Bros. For the Lost Players. Wir haben es mittlerweile 18.33 Uhr und in der letzten Folge haben wir es ins dritte Level der achten Welt geschafft. Und hier gibt es tatsächlich sogar eine Lebileini recht am Anfang. Nur aus unbekannten Gründen ist es als großer Mario etwas schwerer als kleiner. Als kleiner daran kommen zu können. Aber ja, so oder so sollten wir uns das definitiv holen, denn das ist ja dann quasi das Ticket dafür, das Level hier immer und immer und immer wieder spielen zu können und dann auch gegebenenfalls das ein oder andere Leben durch die ein, zwei Münzen, die hier minimal da sind, noch bekommen zu können. Sich quasi ein wenig... What the fuck die Fick... sich ein wenig Leben pupsen, was war denn das hier? Das war einfach die Pause, ja. Da wusste ich doch nicht mehr, wo oben und unten ist. Ich hatte jetzt generell, das waren so knapp 5 Stunden, ich hatte generell mal wieder so Gedächtnislücken, hab mir so überlegt, wo waren wir eigentlich? Haben wir denn jetzt eigentlich das zweite Level geschafft oder nicht? Und dann, ja, dachte ich mir so, oh ja, geil, ja stimmt, da war ja was mit Leben und so weiter. Richtig cool, ich war erst so demotiviert, dachte mir so, oh nee, wenn ich schon wieder das zweite Level spielen müssen, aber wir sind ja schon längst drüber hinaus, ja, von daher, aber das hier, das ist halt, es ist mir unbegreiflich und das war's dann mit dem dritten Level. Ich hatte die Möglichkeit, ich hab's verkackt, einfach verkackerlied, gut, wie war das gerade, ja, erstes, zweites Level. Johe, Joha, Karopata, würde ich sagen. Let's go, Bitches. Dann nutze ich erstmal die Zeit und spreche das an, was ich, ja, mir auch schon vorhin, heute Morgen quasi beiseite gelegt habe. Wir haben ja hier die eine oder andere Thematik angesprochen und manchmal da, ja, findet man noch was zu dieser Thematik und kann es dann dementsprechend ergänzen. Und zwar geht es um den guten TJ und um den Osvaldo, der hat ja tatsächlich in den letzten Tagen, gar Wochen, für ein wenig Furore gesorgt. Also, ich kannte den noch vorher nicht, der, irgendwie war der in diesem TJ-Interview und hat dort ein wenig über seine, ich weiß gar nicht, wie der da ins Interview gekommen ist, und über seine Sexpraktiken geredet. Also ich habe das halt gesehen, diese großartige Zerstörung von TJ, wo ich gleich mal direkt sagen muss, das gilt natürlich nicht nur für TJ, sondern auch für Rezo und Co. Ihr seid halt keine Superhelden, wenn ihr euch die ganze Zeit mit Mülltonnen anlegt. Also wie könnt ihr euch dafür feiern, Leute, als dumme Menschen, Leute zu zerstören, die noch dümmer sind als ihr, ja? Was an und für sich schon eine Kunst ist, aber das ist ja auch der Grund, wieso ihr das macht, weil ihr könnt euch ja schlecht jemanden raussuchen, der was auf dem Kasten hat, ja? Da würdet ihr ja dann jegliche Reputation im Internet verlieren und eure Zuschauer scheinen überwiegend auch nicht so die anspruchsvollsten zu sein, um das jetzt mal neutral auszudrücken, denn ansonsten würden sie halt wirklich, ja, einfach bessere Reactions, tiefgründigere Thematiken verlangen, würde ich mal sagen. Und ja, einer von diesen Mülltonnen war halt tatsächlich dieser Oswald. Gleich mal vorweg, es ist wirklich ein unsympathischer Typ, ja. Also ich, bevor das hier jetzt jemand in den falschen Hals kriegt, ich möchte den definitiv nicht verteidigen. Aber er hatte hier und da, hat er so ein, zwei ganz nachvollziehbare Sätze erläutern wollen. Leider war er, ja, aber eben zu dumm, die richtig zu formulieren. Das war dann schätzungsweise sein Untergang. Unter anderem hat er halt dem TJ versucht zu erklären, dass er halt Mainstream ist, aber die haben da so ein bisschen aneinander vorbeigeredet, weil TJ hat dann einfach gesagt, ja, natürlich bin ich Mainstream, ich bin ja groß, aber der Oswald meinte natürlich Mainstream im Sinne von ARD und ZDF Mainstream, ja, also quasi das gute alte öffentliche Fernsehprogramm zwecks Propaganda und so weiter, weil
er natürlich bei TJ so ein wenig die Judenkeule getriggert hat. Es ging irgendwie um die Lehre des Karmas, was Oswald auch falsch erklärt hat. Also eigentlich gar nicht erklärt hat, da war er halt auch zu blöd dafür. Er hat an und für sich das Richtige gemeint, hat es aber irgendwie nicht richtig erklärt. Es ging irgendwie darum, dass er ist halt der Meinung, dass Leute, denen Schlechtes widerfährt, die das auch verdient haben. Und er hat halt dann vergessen zu erklären, dass das halt auch über das menschliche Leben hinausgeht. Also quasi, es könnte ja sein, dass ich beispielsweise vor 200, 300.000 Jahren ein böser Mensch war, der alles und jeden getötet hat. Und das ist jetzt vielleicht der Grund, wieso es mir in diesem Leben jetzt nicht unbedingt so gut geht, warum ich jetzt nicht super reich bin oder so. Und dann meinte TJ so, die sind da irgendwie auf die Juden-Thematik gekommen. Und merkt ihr das? Ja, meine Stimme ist ein bisschen kratzig. Ich habe vor der Aufnahme lecker, lecker Honigmelonen gegessen. Das ist der Teil, den ich halt nicht so hundertprozentig verstanden habe. Irgendwie haben die dann vom Judenkarma geredet. Und ich hatte mir dann auch dieses Solmecke-Video angeschaut. Und in dem Video meinte der Solmecke so, dass er halt, dass der Oswald behauptet hätte, dass Juden halt, dass ihnen Schlechtes widerfährt, weil sie halt Juden sind, was er so nicht in dem Ausschnitt gesagt hat. Also da wurden auf Ausschnitte verwiesen und aus diesen Ausschnitten wollte man dem Oswald dann irgendwie einen Strick drehen und der hat da in diesen Ausschnitten gar nicht das gesagt, was sie als Anklagegrund genommen haben. Ja, also man möchte ihm dann irgendwie Antisemitismus unterstellen, weil er halt meinte, ja, die Juden, denen ist halt was Schlechtes widerfahren, weil sie Juden sind, was er so nicht gesagt hat. Er hat halt nur versucht zu erklären, dass Leuten, die halt in ihrem früheren Leben Scheiße gebaut haben, dass das vielleicht der Grund ist, wieso sie jetzt Scheiße, Dreck am Stecken haben. Also er hat's versucht, er hat's natürlich nicht geschafft, das ist halt dann so seine Problematik gewesen, worauf sich dann TJ verbal quasi einkeulen konnte. Der hat dann nämlich sowas gesagt wie, also nicht nur er, sondern auch andere, ja, was ist denn jetzt, wenn da so ein sechsjähriger Jude vergast wird? Man kann ja schlecht sagen, der hätte in den 6 Jahren ein besserer Mensch sein sollen. Ja, das stimmt schon. Es geht halt, wie gesagt, nach der Logik. Man muss diese Denke ja nicht teilen, aber es geht halt darum, wie gesagt, dass man vielleicht in seinem früheren Leben Scheiße gebaut hat. Auf jeden Fall, ja, das alles, was ich euch hier auch gerade versuche mitzuteilen, ist die Kurzfassung von einer 50-minütigen Sprachnachricht, die ich euch natürlich auch selbstverständlich empfehlen kann. Die ist auf meinem Telegram-Channel. Dort habe ich dann, wie gesagt, den Oswald und den TJ und eigentlich auch alle auf YouTube gleichmäßig weggefistet, weil dieser Fall hier meiner Meinung nach ein ja, Paradebeispiel für YouTube Deutschland war, generell für die Welt. Die Leute machen alle voll auf Gutmenschen und auf Pseudo-Intellektuelle und so weiter, suchen sich dann, wie gesagt, absichtlich Leute raus, die kernbehindert sind und feiern sich dafür, auch wenn es da natürlich absolut keinen Feiergrund für gibt. Wenn ich rausgehe und mich mit einer Mülltonne battle, sorry, aber das, ich weiß nicht, wie man da stolz drauf sein kann. Und der Oswald, der war halt, ja, ein leichtes Ziel. Natürlich, was diese ganzen Frauenaussagen von ihm angeht und so weiter, waren natürlich richtig, richtig ekelhaft, ja. Aber da war dann auch so eine Szene, und deswegen spreche ich das jetzt an, weil ich hatte mich ja vor einigen Folgen hier aufgeregt, dass TJ und Rezo mal gefälligst den Schwanz aus dem Mund nehmen sollen, weil sie wirklich so unfassbar ekelhaftig Denglisch reden. Und einige Tage nach dieser Aufnahme, wow, das hat sich jetzt wirklich, wirklich gelohnt, hatte ich dann, ne, weil ihr wisst ja, wie das ist, man schaut sich auf YouTube was an und dann wird es einem ständig auf der Startseite empfohlen, habe ich mir dann, das war ja der Grund, wie ich zu dieser Oswald-Thematik gekommen bin, habe ich dann gesehen, wie der fucking TJ in seiner großartigen Oswald-Zerstörung einfach gewisse Sachen, also an und für sich, was ich auch extrem frech fand, war, dass
der Oswald hat irgendwie mehrere Statement-Videos gemacht und Kapitel 1 und 2 wurden schon irgendwie gesperrt von der TJ-Community und so weiter, wo er sich dann auch nochmal bei seinen Zuschauern bedankt hat. Ja, geil, ne? Auf der einen Seite einen auf Superheld machen, aber auf der anderen Seite alles und jeden wegzensieren oder was. Es mag ja sein, dass der Oswald jetzt nicht jemand ist, der wirklich, den man sich wirklich anschauen muss, aber ich finde, es ist immer ganz, ganz wichtig, egal, ob man jetzt die Meinung des anderen teilt oder nicht, die Meinung des anderen stehen zu lassen, dafür zu sorgen, dass sich Leute das anschauen können, weil wie magst du dich denn als Gutmensch hinstellen, als Vernichter des bösen Schmuddel-Oswalds, wenn du den Schmuddel-Oswald aus dem Internet tilgst? Das muss doch, ich finde, das sollte geschichtlich einfach festgehalten werden, sodass dann jeder nachvollziehen kann, was da passiert ist, ja, und das ist halt so dieses Pseudo-Gutmenschenhaftige. Ich finde, dass niemand zensiert werden sollte, ganz egal, was der für eine Scheiße labert. Es sei denn, wenn der jetzt natürlich, warte mal, wie habe ich das? So, genau. Wenn der jetzt, da habe ich mir den Kopf gestoßen. Kann es sein, dass ich hier sonst immer klein war? Shit, das könnte tatsächlich der Grund sein. Was wollte ich gerade sagen? Ja, wenn der Oswald jetzt buchstäblich Pornos hochgeladen hätte oder so, dann hätte ich gesagt, okay, ja, aber der hat sich ja halt einfach nur gerechtfertigt. Natürlich war die Rechtfertigung, wie gesagt, nicht optimal, ja, und dadurch hat er sich überwiegend natürlich nochmal selber ins Knie geschossen, aber gerade deswegen, ja, wenn du zu 1000% der Meinung bist, dass du im Recht bist und dass der andere halt Scheiße labert, verstehe ich halt nicht, wieso man dann die Meinung des anderen wirklich komplett wegfisten muss, weil letzten Endes, klar, man kann da die Community irgendwie ihn melden, und ich bin aber nicht der Meinung, dass das gegen irgendwelche Community-Richtlinien verstoßen würde, ja. Da habe ich dann irgendwas gehört von wegen Mobbing und Belästigung und so weiter. Mein Gott, der Typ hat sich halt aufs Sofa gesetzt und hat ein Video gemacht. Das mag ja... Ja, es mag ja sein, dass ihr das nicht so geil fandet. Ich fand das ja auch nicht so geil, ne? Aber ja, ich finde, das sollte halt nicht zensiert werden. Auf jeden Fall, der Punkt ist, dass er dann in seinem super Zerstörungsvideo, also der TJ, dann einfach sich das Oswald-Statement angeschaut hat. Ne, das ist immer so, man sagt ja auch gerne vor Gericht, bis anderes bewiesen wurde, gilt die Unschuldsvermutung, und der Oswald wollte sich halt rechtfertigen und hat dann, es ging dann darum, dass der TJ hat dann irgendwie, also genau, das sollte ich ja vielleicht nochmal erklären, wie gesagt, sorry, wenn das jetzt hier alles ein bisschen whoop-die-fucking-do ist, ich mach das ja immer spontan, ich bin ja kein Skript-Wix-YouTuber und so weiter, ne, hier geht's ja auch einfach so darum, sowas, über was habe ich Bock zu reden und was schwirrt mir so durch den Kopf und so weiter, deswegen, aber es, ihr merkt halt, es ist dann auch dementsprechend authentisch, und das kommt ja trotzdem was dabei rum, ja, das muss man ja auch mal so sehen. Es mag sein, dass es ein bisschen unstrukturiert formuliert wurde, aber im Endeffekt, ja, skripte ich nicht, schaffe es, zwei Sätze am Stück zu reden, ohne, ja, zu cutten, und das ist ja etwas, was heutzutage vielen anscheinend auch irgendwie schwerfällt, und nebenbei spiele ich auch noch, also ich finde, man kann sich da schon so ein bisschen, so ein paar Scheibchen von mir abschneiden. Auf jeden Fall, der Oswald, der hat da irgendwie Sexpraktiken angeboten, so hier, wenn ihr irgendwie verwirrt seid und wenn ihr den Kick braucht und irgendwie solche Geschichten, ja, ganz komische Sextherapie halt. Und da soll es dann Frauen gegeben haben, die haben sich dann bei TJ unter anderem gemeldet und meinen so, ja, der Typ und so, der hat uns quasi fast schon vergewaltigt, so. Sprich, wir haben dann hier jetzt die Behauptung, hey, mehrere Frauen behaupten, sie wurden, in Klammern, fast von ihm vergewaltigt oder richtig, was auch immer. Und der Oswald wollte dann, er hat sich ja dann, ne, das war ja eine Reaction auf eine Reaction. Der Oswald wollte dann halt ein Statement dazu abgeben. Hey, hier wird behauptet, da sind jetzt, dass ich irgendwie Frauen vergewaltigt habe oder belästigt habe oder was auch immer, zu irgendwas halt gezwungen habe. Und genau die Stelle wird dann vom TJ im Livestream einfach übersprungen mit der Begründung, er möchte nicht, dass über sie gelästert wird. Dabei
hat die Tussi doch beschlossen, mit dir darüber zu reden. Also sie ist doch selber, wenn ich das richtig verstanden habe, in die Öffentlichkeit damit gegangen und muss dann doch dementsprechend damit rechnen, dass sie halt von allen Seiten irgendwie was abkriegt. Also sowohl Positives als auch Negatives, oder? Und wenn sie halt, wenn eine Person unterstellt, dass eine andere, dass sie von einer anderen vergewaltigt wurde oder so, dann ja, sollte sich auch der Typ, dem das unterstellt wird, da sollte er sich auch zu Wort melden dürfen. Und jedenfalls wurde dann die und andere Szenen einfach fucking übersprungen. Mit der Begründung, ja, nee, hör auf zu labern, wir wollen nicht, dass du lässt das und so weiter. Und das fand ich dann richtig schwach, weil das habe ich auch, ich bin jetzt natürlich auch kein Experte, aber man hat natürlich über die Jahre schon viel gesehen. Und sowas ist mir noch nie untergekommen, muss ich sagen, dass ein Reactor das React-Material im Livestream quasi, ja, zensiert hat. Ne, nichts anderes ist es. Ja, es ist ein Livestream, aber wenn du in einem Livestream dir ein Video anschaust und es vorspulst, dann ist es eine Art der Zensur. Und somit hat er natürlich auch dafür gesorgt, dass das die potenziellen 0,5% positive Meinung, die man dann vielleicht doch dem Oswald geben kann, nicht von den Zuschauern erreicht werden konnte, dass die Zuschauer das nicht kriegen konnten, weil der TJ ja einfach das verhindert hat. Und das Ding ist, da hat er dann vorgespult und dann in den nächsten Punkt, der ihm dann gemündet hat, hat er sich dann wieder gefreut. Da hat er richtig gejubelt und oh ja, geil, jetzt und so. Ja, das ist halt schwach. Das ist halt schwach, wenn du dir einfach nur die Sachen raussuchst, die dir münden, gegen die du dich verteidigen kannst und gegen Sachen, die du... Ich meine, er wusste das ja nicht. Es hätte ja wirklich sein können, dass der Oswald da Scheiße labert und dann hätte er das so einfach laufen lassen können. Also es ist, glaube ich, eine Mischung aus Pseudo-Gutmensch sein und vielleicht auch ein bisschen Angst einfach, ich weiß es nicht, ja. Oder hat er irgendwie erwartet, dass der jetzt seinen Penis raus oder so, ich meine, das ist ja YouTube. Ja, das, fand ich auf jeden Fall richtig eklig und deswegen, wollte ich das hier nochmal ansprechen. Wie gesagt, ich hab 50 Minuten drüber geredet, definitiv, konzentrierter, also wenn ihr da Interesse habt, schaut euch das da auf jeden Fall nochmal an. Da ging es dann auch nochmal darum, um diese, ja, das kann ich ja hier vielleicht auch nochmal ganz kurz ansprechen, dieser fucking Schuldkult, eben dieses, das was da, was dem Oswald dann da eben vorgeworfen wurde, dieses, ja, er würde wohl den Holocaust verharmlosen und so weiter, das Problem bei diesen großen YouTubern ist halt immer, dass du, wenn es jetzt um in Anführungsstrichen wichtige Themen geht, also pseudo-wichtige Themen wie den menschengemachten Klimawandel, Black Lives Matter und so weiter, da redest du, wobei du redest auch so tatsächlich nicht mit, also wenn du ein Problem mit TJ hast oder mit Unge oder so, du redest gar nicht mit TJ oder Unge, sondern du redest mit Robotern, mit Strohmännern, die mit aller Kraft versuchen, ihre Reputation zu bewahren, ja. Also es ging jetzt hier, wenn so ein Holocaust-Thema fällt oder so, oder von mir ist auch das Thema Vergewaltigung oder so, es geht da nicht darum, was sagt der andere, sondern es geht darum, was sagt der Mainstream zu dem Thema, ja. Was der Typ sagt jetzt, es gibt keinen menschengemachten Klimawandel, okay, was sagt der Mainstream dazu? Ah ja, der Mainstream sagt, es gibt den menschengemachten Klimawandel, alles klar. Dann positioniere ich mich so, wie die Allgemeinheit halt steht, damit, ja, ich von der Allgemeinheit nicht aufs Maul kriege. Das ist im Grunde alles, ja. Und dann ist der TJ ist dann halt kein TJ, sondern einfach eine Puppe, ein Roboter, der halt Pluspunkte sammeln will auf seinem Gutmenschenkonto, der von allen und jedem akzeptiert werden möchte, auf jeden Fall keinen Shitstorm kriegen möchte. Und ja, das hat dieser Fall nochmal schön gezeigt. Das habe ich in meiner 50-minütigen Sprachnachricht nochmal schön ordentlich ausgerollt, argumentativ wiedergegeben. Warum, wieso, weshalb, dass das ständig immer passiert. Ja, also mir ging es in erster Linie nicht um diesen komischen Oswald, sondern einfach um mal wieder sehen zu können, hier, du hast da halt dumm und dümmer und, wie verhalten sich diese beiden Parteien
Und ja, wer ist im Endeffekt der Dumme und der Dümmere? So. Ja, ich muss zugeben, ich bin ein bisschen unzufrieden mit der Thematik. Aber ich hoffe, ihr könnt das trotzdem so ein bisschen schätzen, dass ich das jetzt hier Freestyle-mäßig ein bisschen versucht habe wiederzugeben. Ja, der Punkt ist halt, wie gesagt, nicht nur, dass TJ und Rezo komplett geistig behindert reden, sondern sie sind halt auch geistig behindert und sie versuchen sich auch mit Leuten zu battlen, die noch geistig behinderter sind, damit ihre geistig behinderte Behindertheit nicht auffällt. Und wenn ihnen dann live mal doch etwas nicht passt, also zumindest bei TJ, bei allen anderen ist mir das noch nie untergekommen. Wenn der TJ da irgendwie so das Gefühl hat, dass das so ein bisschen nach hinten losgehen könnte anscheinend, dann wurde auch einfach mal vorgespult. Eiskalt, ja. Und das finde ich halt einfach richtig schwach, ja. So, Leute, in der nächsten Folge dann wieder ein wenig konzentrierter, ja. Wie gesagt, der Auswald, es tut mir leid, man merkt, ich habe jetzt nicht gerade so die strukturellste Phase. Ja, der Typ, der geht halt wirklich gar nicht. Also, wie gesagt, nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Der hatte seine ein, zwei guten Momente. Also, er hätte sie haben können, war aber dann zu blöd, sich zu artikulieren. Und ja, das kommt dann halt immer noch dazu, ja, wenn es jetzt um das Thema Schuldkult geht, Mainstream und so weiter. Dann gibt es halt so Leute wie Oswald, die gewissermaßen uns vertreten, uns Freiheitskämpfer, oder wenn mir jetzt Leute von der anderen Fraktion zuschauen, uns böse Querdenker. Und es ist dann natürlich sehr, sehr bitter einfach, dann mit ansehen zu müssen, wie diese Leute dann uns immer mehr in die Scheiße reiten, weil sie einfach zu blöd sind, sich zu artikulieren. Ja, also solche Leute wie Oswald sollten dann vielleicht wirklich einfach potenziell aus der Schusslinie bleiben. Ich wollte jetzt fast sagen, aus dem Internet bleiben. Ja, die können ja ihre Scheiße weitermachen, aber jetzt ist es halt offensichtlich zu spät. Ja, jetzt sind sie halt im Fadenkreuz der Pseudogutmenschen gelandet und ja, das macht mich halt traurig dann, dass grundsätzlich alle, egal welche Fraktion, welche Schublade, im Endeffekt kann sich irgendwie niemand wirklich ordentlich äußern, niemand kann wirklich argumentieren und ja, es ist immer wieder eine Qual, dann mit ansehen zu müssen, wie vermeintlich Leute, die durchaus das Potenzial hätten in manchen Thematiken wie beim Mainstream Thema oder beim Schuldkult-Thema dann einfach so derbe versagen, ja, und an und für sich von seiner ganzen Präsentation, nenne ich es jetzt mal, dieses, ja, arrogante und, ja, er ist wirklich nicht der sympathischste, ja, aber, ja, ich wollte jetzt mal meine Meinung dazu abgeben. Hoffe, es ist mir ansatzweise gelungen. Ich habe jetzt nicht so das beste Gefühl, aber ja, wie gesagt, hier ist alles spontan und es wird einfach gemacht, okay, es wird einfach gemacht und wenn sich jemand darüber lustig macht, dann verlinke ich direkt einfach 20.000 andere Videos, wo ich es besser gemacht habe, okay, so, ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr könnt das schätzen, hört euch einfach meine Sprachnachricht dazu an. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.